daran, dass da keine Druckluftröten mit reingenommen werden durften. Ja. So. Skandal. So, heute war da aber alles mit dabei, von Druckluft bis zu Stabbing. Ja, das war wahrscheinlich auch der Punkt, ne? Ja, Dezibelzahl war ordentlich hoch und dann ist nach vorne gepeitscht. Und erste Halbzeit, ja, Arbeit, und zweite Halbzeit war ein bisschen geschmeidiger. Geschmeidiger, schönes Wort, dann nickt der Piepe. Gerade ganz zum Schluss noch ein wichtiger Treffer durch dich, damit hast du dich quasi verabschiedet. Der Captain Basti Bütow. Gibt einem da überhaupt was durch den Kopf? Ich habe nur gehofft, dass er reingeht. Weil so toll, also so wie der, also der Stuhl hat das ja von mir, die Härte. Ja. Er ist halt noch jung, da kann ich halt nicht noch härter werden, deswegen haben wir beide. So ein Ladestyle halt. Okay, Basti, dein Abschied gerade gefeiert. Dein Dank an die Fans, was ist, wenn du zurückblickst, was war das Tollste, deine Highlights hier in Hamburg? Meine Highlights. Meine Highlights, Fragezeichen. Ja, sicherlich, dass wir endlich von der Oberliga in die dritte Liga aufgestiegen sind. Darauf haben wir so lange hingearbeitet, sind immer ganz doll auf den Hosenboden gefallen, sind immer wieder aufgestanden. Hatten davor das Jahr eigentlich eine perfekte Saison gefühlt. Es hat halt uns ein Punkt gefehlt oder 7 Sekunden. Und ja, das war schon, also ich möchte das um Gottes Willen, ne? Also wir laufen hier in der dritten Liga vor 3000 Leuten ein. Also ich wiederhole, dritte Liga, 3000 Leute. So, die ganze Saison war ein Highlight. Und das haben wir mit dem Aufstieg geschafft und ja, das werde ich halt nie vergessen. Niemals. Ja, erstmal gibt es gleich was zu essen. Montag klingelt der Wecker. Aber wenn du jetzt das Sportliche meinst, das ist, weiß ich noch nicht ganz. Also, ich weiß es wirklich noch nicht. Also, ich werde noch weiter Handball spielen. Auch hier in Hamburg, aber wo? Schauen wir mal. Okay, Ole, wenn ich an dich denke im Hamburg-Trikot, dann denke ich immer an Weihnachten. Da war auf Facebook und Instagram so ein Bild zu sehen, du mit Engelsflügeln. Das fand ich ganz großartig. Deine Highlights. Das Bild war stark, ne? Aber es war auch wirklich so hoch, der Sprung. Also, da war nichts dran gemacht. Meine Highlights? Oh. Wie viele Heimspiele hatten wir? 15? Alle 15 Heimspiele auf jeden Fall. Also, man hat dann irgendwann, als es noch 3 Heimspiele waren, gezählt, so, jetzt kann ich noch 3-mal hier einlaufen, jetzt noch 2-mal, jetzt noch 1-mal, und es war trotzdem jedes Mal geil und Weltklasse. Oder wie geht's für dich weiter? Ja. Ich bleibe auf jeden Fall in Hamburg. Ich studiere noch 2 Jahre mindestens. Da steht aber nicht fest, wie es handballisch weitergeht. Eventuell gibt es auch eine Handballpause. Mal schauen. Es ist noch nichts spruchreif, ich bin in Gesprächen, aber es ist eine schwierige Entscheidung, besonders nach 7 Jahren. Also da kann man das gar nicht mehr. Weiß gar nicht mehr, wie das geht, so den Verein zu wechseln. Und mal schauen, ich halte mich auf dem Laufenden und wenn es irgendwas zu verkünden gibt, dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Klasse, vielen Dank, Ole und Basti! So, jetzt begrüßen wir, vielen Dank, jetzt begrüßen wir die beiden Coaches. Toto, hi, Andrzej. Hallo. Toto, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie fällt dein Fazit jetzt aus, nach diesem Spiel? Also Fahrrad hat uns da schon alles abverlangt. Das war, für die ging es natürlich auch noch um alles. Sie wollten gewinnen, um sich die theoretische Chance zu erhalten, in der Liga zu bleiben. Und wir hatten da in der ersten Halbzeit schon die ein oder anderen Abstimmungsprobleme. Und ja, für uns ging es ja mehr oder weniger um nicht mehr wirklich was. Nur natürlich in Anführungszeichen darum, dass wir das Spiel heute gewinnen und den Fans natürlich einen versöhnlichen Abschluss der Saison bieten wollten. Und
Ja, in der Halbzeit haben wir uns dann nochmal zusammengerafft und haben gesagt, so das und das müssen wir jetzt hier verbessern, ansonsten sieht es eng aus heute. Und das hat sich jeder zu Herzen genommen und am Ende haben wir es dann wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ihr habt zur Pause noch geführt, 13 zu 12. Ihr habt euch überhaupt gar nicht beeindrucken lassen, war mein Eindruck von der starken Kulisse hier. Ja, erstmal guten Abend. Also man sollte nicht vergessen, das Spiel dauert 60 Minuten, nicht 30. Ne? Und muss man sagen, ich habe noch nicht nach dem Spiel mit Überzeugung gesagt, herzlichen Glückwunsch. Weil ich habe das verdient gewonnen am Ende. Und muss man sagen, dass wir haben erste Halbzeit in der Abwehr nicht so kompakt gespielt wie zweite Halbzeit wie in der ersten Halbzeit. Man kassiert 21 Tore in zweiter Halbzeit, man ist so nicht überzeugt, obwohl taktisch die Jungs haben den Angriff alles gegeben, aber der paar Bälle in der Abwehr haben mir gefällt. Obwohl, muss man sagen, so gut ausgebildete Jugendliche, welche gibt es bei Hamburg für, da ist keine Frage und die Lage nehmen wir mit nach Hause. Wir haben nächste Woche noch Regulationsspiele und versuchen wir das, diese positive Sache, welche wir haben hier gezeigt, mitnehmen. Und wir wollen in Liga bleiben, also wir sind noch nicht abgestiegen, wie du vielleicht hast du so gemeint. Und für uns sind noch zwei Spiele und wir wollen weiter den Leben, Handballleben in Fahrt behalten. Und wir haben gute Hintergründe und hoffe ich, das schaffen wir deshalb. Aber wie gesagt, du hast ein super gespielt, deine Mannschaft, super Jugendliche hast du. Da muss man stolz auch sein von deiner Mannschaft, aber ich bin genauso stolz von meiner Mannschaft. Und ich hoffe, da nächstes Jahr treffen wir uns wieder und machen die genauso krank bei so schönen Kulisse, welche habt ihr gezeigt. Danke. Ich habe da keine Frage gesprochen, wir wünschen euch alles Gute für die Relegationsspiele. Und Toto, du hast oder du bleibst an der Seitenlinie bei der Mannschaft. Worauf freust du dich jetzt? Noch nichts falsch. Wir haben natürlich jetzt noch eine Menge vor und nach der Saison ist ja vor der Saison, wie schon ganz andere Leute gesagt haben. Ja, wir müssen natürlich jetzt einiges analysieren, einiges vorbereiten und einige Baustellen angehen. Jetzt nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch daneben. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie mal ein, zwei Wochen Urlaub machen kann. Mal gucken. Und ja, das ist jetzt das Erste, was mir so durch den Kopf geht. Alles klar, ich glaube, die zwei Wochen Urlaub hat er sich verdient, oder? Ja! Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zur Heimserie, vielen Dank, kommt gut nach Hause. Ich glaube, ihr habt euch trotz allem sehr gut verkauft. Die beiden Coaches! Ja.